Ja, eingangs möchte ich natürlich in meiner Funktion als Vorsitzender des PEC die Firma Eisele als neues Mitglied ganz herzlich im PEC begrüßen. Das PEC ist ein Fachkompetenzzentrum, und zwar für Automatisation und Verpackungstechnik. Und damit haben wir Mitglieder im Bereich Komponentenherstellung. Wir haben Automatisierungsunternehmen, wir haben Unternehmen der Steuerungstechnik und last but not least zum Schluss natürlich die Unternehmen, welche die Komponenten, die Steuerungstechnik in ihre Anlagen integrieren und somit Produktions- und Verpackungsanlagen für den Weltmarkt herstellen. So wie ich die Firma Eisele kenne, gehört sie genau eigentlich in dieses Spektrum als Spezialunternehmen für Komponenten von der Einzel- bis zur Kleinserie. Nur in einem Netzwerk und auf neutralem Grund und Boden, auf einem Kompetenzzentrum, können Unternehmen offen zusammenarbeiten, können Probleme, können Schwierigkeiten gemeinsam, die sie gemeinsam haben, eigentlich auch gemeinsam lösen. Und ich denke, auch in einer zukünftigen Technologie, das spreche ich für unser Unternehmen Harro Höfliger als Anlagenhersteller, ist es wichtig, mit Komponentenherstellern sehr, sehr eng in der Entwicklung zusammenzuarbeiten, weil nur so haben wir eigentlich die Möglichkeit, in unserem Prototypenbau State-of-the-Art-Technology einzubauen, zu integrieren, sodass man gemeinsam im Netzwerk für sein Unternehmen profitiert und, wenn es natürlich auch Möglichkeiten gibt, die Barrieren überwindet und auch gemeinsam zusammenarbeitet.